Um solch eine Ungleichung dritten Grades zu lösen, müssen wir dieses Polynom zuerst so weit faktorisieren, sodass jeder Faktor höchstens im zweiten Grad ist. So können wir dann eine Zeichentabelle erstellen und für jeden einzelnen Faktor eine Zeichenlinie machen. Wir werden dann in jeder einzelnen Spalte die Vorzeichen miteinander multiplizieren und so erhalten wir dann die Endzeile für das f von x, das heißt für dieses Produkt. Wir brauchen dann in der Endzeile nur abzulesen, wo dieses f von x streng positiv ist und so können wir dann nach oben übertragen und in der ersten Zeile sehen wir dann, wo die Zahl x sich befinden muss, damit dieses f von x wie hier streng positiv ist. Hier oben in der ersten Zeile lesen wir die Lösungsmenge ab. Wir finden also, dass die Zahl x entweder streng kleiner sein muss als minus 1 oder sich streng zwischen 2 und 3 befinden muss. Diesen Job kann aber auch der Casio-Taschenrechner lösen. Und zwar braucht man da noch nicht einmal dieses Polynom zu faktorisieren. Man kann es einfach so eingeben und fragen, wo dieses Polynom streng positiv ist. Das funktioniert wie folgt. Wir gehen auf den Taschenrechner. Zuerst wählen wir das Menü Tipp. Und im Menü fahren wir mit den Kursortasten bis zum Feld der Ungleichungen. Das ist dieses Feld B. Diese Auswahl bestätigen wir durch Enter, Tipp. Und Casio fragt, ist dein Polynom zweiten, dritten oder vierten Grades? Casio kann also Polynomungleichungen bis zum vierten Grad lösen. Wir geben hier dieses Polynom ein. Also sagen wir dritten Grades. Ich tippe auf 3. Tipp. Und jetzt fragt Casio sofort, wie soll denn das Polynom sein? Streng positiv, streng negativ, größer gleich 0 oder kleiner gleich 0? Hier soll es streng positiv sein, also wählen wir die erste Kategorie. Wir wählen die 1. Ich tippe auf 1. Tipp. Jetzt fragt Casio die Koeffizienten der jeweiligen Potenzen von x. Die erste Vorzahl ist minus 2. Wir müssen die eingeben mit dem Vorzeichen, also minus 2 und durch Enter bestätigen, damit der Faktor minus 2 an seinem Platz steht. Jetzt Vorzahl von x Quadrat. Das ist 8. Das Plus brauchen wir nicht einzugeben, wir brauchen nur eingeben. 8, Enter. Dann minus 2, also minus 2, Enter. Und der unabhängige Term, das ist minus 12. Minus 12, Enter. Das Polynom ist eingegeben, alle Koeffizienten stehen an ihrem Platz. Und jetzt brauchen wir nur noch die Enter-Taste zu betätigen, Tipp. Und schon steht da, damit diese Ungleichung hier erfüllt ist, muss x entweder streng kleiner sein als minus 1, stimmt, oder x muss sich streng zwischen 2 und 3 befinden, stimmt auch. Ist schon toll, was dieser Taschenrechner alles kann.